Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zur 400. Folge von Elite Dangerous. Ich hatte schon in der letzten Folge angekündigt, leider keine Special-Folge, dafür war einfach viel zu wenig Zeit. Aber bei der 500. da hauen wir wieder richtig rein. Deswegen eine relativ normale Folge. Und ich bin derzeit auf dem Explorer-Trip. Ich bin noch nicht so weit gekommen, muss ich dazu sagen. Denn ich hatte richtig Bock nochmal zu exploren. Ich bin nur leider gerade irgendwie ja, um die 500 Lichtjahre von Morana entfernt. So, und hier bei den Systemen, da gibt es noch viele, die noch gar nicht gescannt sind. Das heißt, man kann dann nochmal einen Scan-Bonus bekommen, wenn man Objekte zum ersten Mal scannt. So, in dem System, wo ich gerade bin, da war nur leider schon alles gescannt, aber da kommt es nicht drauf an. Denn wir machen heute einfach mal eine ganz entspannte Folge. Ich erzähle so ein paar Statistiken zum gesamten Elite Dangerous Let's Play, die mir YouTube so anzeigt. Und so, als allererstes, was wir machen, wir fahren dort hoch auf den Berg. Das müssten ein paar Kilometer sein, bis wir da sind. Und nebenbei kann ich ja so ein kleines bisschen erzählen. Da rechts oben übrigens, wir sind relativ weit in der Mitte von dem Sternsystem, in dem ich mich gerade befinde. Und das dort oben ist nicht der Hauptstern, der ist woanders. So, ich möchte das System noch nicht aufrufen, denn, also die System-Map, das System selber habt ihr vielleicht schon gelesen in der Galaxiekarte, aber die System-Map noch nicht, denn hier gibt es noch einen anderen Superplaneten, auf dem man auch landen kann, und entweder wir schaffen es heute noch oder dann in der nächsten Folge. Okay, als allererstes, damit er uns nicht weiter stört, schalte ich mal, das kann man nämlich machen, den Wellenscanner aus. Zack, da ist er vorne weg und er nervt uns nicht die ganze Zeit mit seinem Gepiepse. So, wir düsen mal los. Ich versuche auch mal weniger mit den Schubdüsen zu arbeiten, nur wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen abfangen möchte. Okay. Gut, wir nehmen jetzt auch keine Sachen mit, die jetzt hier irgendwo rumliegen. Wir wollen einfach mal da hoch auf den Berg. Das wird schon eine Weile dauern. Okay, man sieht jetzt auch, das wollte ich eigentlich in den letzten Folgen schon mal erwähnen, als wir auf einer Oberfläche waren. Rechts, wie erkläre ich es am besten? Über dem SUV rechts, wo das Schild angezeigt wird, sind ja die Zahlen, die Gradzahlen. Und unten drunter steht 0,13G. Das war mir vorher nie aufgefallen. Also jetzt schon seit einer Weile, aber seitdem sind wir nicht wieder auf dem Planeten gelandet. Und da steht dann halt auch schon mal die G-Kräfte des jeweiligen Planeten, auf dem man sich gerade befindet. Und das ist schon mal eine nette Sache, da muss man nicht immer wieder raus und nochmal nachsehen. 0,13G, da fährt das SUV, naja, ganz passabel eigentlich. Ich war letztens, oh guck mal, hier liegt was rum zufällig. Ja komm, dann nehmen wir das halt mit. Das taucht jetzt gerade zufällig unten auf dem Radar auf, sonst hätte ich es jetzt liegen gelassen. Ich nehme es mal mit, vielleicht finden wir nochmal was Seltenes. Was ist denn drin? Eisen und Schwefel. Naja, komm. Die zwei Sachen packen wir noch zusammen. So, ich denke, wir haben eine ganz nette Aussicht, wenn wir da oben auf dem Gipfel angekommen sind. Da machen wir einfach mal so eine kleine Bergklettertour. Ich hätte mir einen schöneren Berg eigentlich gewünscht, um da mal hochzuklettern. Aber ja, hier gab es halt keine anderen. Alle anderen Planeten, die ich angeflogen bin in dem System, die hatten keine Bergketten. Das hier war der einzige. Und da mussten wir den dann nehmen. So, tja, zur Statistik von meinem Elite Dangerous Let's Play sind es mittlerweile über 1 Million Wiedergabeminuten. Genau gesagt 1.082.000 Wiedergabeminuten. Das sind Moment. Insgesamt 2 Jahre und 20 Tage, wie sich das Let's Play schon insgesamt von sämtlichen Leuten angeschaut wurde. Dann Aufrufe 101.000 bisher, davon natürlich die ersten Folgen am meisten. Und sonst so im Schnitt sind so 200, 300, 400, kommt drauf an. Aber auch dann, wenn die erst schon so ein paar Tage älter sind. Die meisten Aufrufe kommen tatsächlich nicht am Tag, wenn ich das veröffentliche, sondern dann erst so die nächsten 2, 3, 4 Tage noch. Oder die darauffolgende Woche, kann man genauer sagen. So, die Playlist dazu, die wurde auch schon über 24.000 Mal gestartet. Und darüber werden auch die meisten Videos geschaut dann letztendlich. Also die Playlist wird anscheinend irgendwo gespeichert und dann wird immer wieder bei der Playlist angesetzt.
Und ich werde dann auch ab morgen, ab Folge 401, das wird normal weiterlaufen, aber eine neue Playlist anfangen. Die verlinke ich dann natürlich direkt auf der Kanalseite und unten im Video, wenn ich es nicht vergesse. Kennt ihr ja. So, warte mal, ich muss mal hier runter scrollen, da kann ich noch ein paar mehr Statistiken sehen. Genau, die Folge mit den meisten Aufrufen, das ist natürlich die erste Folge. Da sind es jetzt knapp 10.000. Und was haben wir noch? Meine... Ah ja, genau, die zählt ja gar nicht dazu. Ne, egal. Genau, noch dann halt so ein paar andere... mich auch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, ist gerade nicht so einfach, nebenbei auf einen anderen Bildschirm zu schauen. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Jedenfalls, die Top-Länder, in denen geschaut wird, ist natürlich mit 89% Deutschland dabei, dann knapp 6% Österreich und 2,7% die Schweiz, 0,5% Luxemburg und 0,4% die Niederlande und natürlich auch noch andere Länder, die jetzt hier nicht unter den Top 5 mit aufgezeigt werden. Zum Beispiel, was gibt es da? Mexiko zum Beispiel. Oder komplett auf der Welt verteilt. Man kann sich tatsächlich eine Weltkarte angucken in den Statistiken. Oh, da wird einem jedes Land angezeigt, wo das irgendwo mal einmal angeklickt wurde. Und ja, die Geschlechterverteilung, die ist... ja, relativ eindeutig, und zwar mit 98,4% männliche Zuschauer und 1,6% weibliche Zuschauer. Leider konnte ich, gibt es für diese Playlist, ich weiß nicht, ob die da mittlerweile vielleicht zu lang ist mit ihren 400 Videos, oder 408 sind es insgesamt, weil da noch so ein paar andere Infovideos mal mit eingeschoben wurden, die zählen aber nicht zum Let's Play. Deswegen gibt es leider für die keine anderen Statistiken derzeit. Aber das waren so die groben Statistiken, so von den Aufrufzahlen her oder von den Wiedergabeminuten. Das ist ganz nett gemacht. Also wenn man ein Video oder so auf YouTube irgendwann mal veröffentlicht hat, sollte man in die Analytics reinschauen, die es da gibt. Da könnt ihr unwahrscheinlich viel erfahren über eure Videos, wann da wie oft zugegriffen wird. Oder wann da wie oft vielleicht noch zugegriffen wird. Ist eine ganz nette Sache. Und ich habe dann auch mal die 400 Let's Play Folgen zusammengerechnet von der Minutenanzahl her. Allerdings ungefähr aufgerundet dann. Also mit Auf- und Abrunden der jeweiligen Folgen sind das knapp 160 Stunden, die da zusammengekommen sind. Für alle 400 Folgen. Könnt ihr euch ja ausrechnen, da sind ein paar Tage, wer auch immer sich von euch das alles angeschaut hat. So, da hinten geht es noch höher, da müssen wir hin. Da ist der Gipfel. Ja, doch schneller als gedacht. Obwohl, es könnte täuschen. Der könnte tatsächlich noch eine Weile weg sein. Ja, für manche, die das vielleicht gar nicht, oder die sich fragen, warum 400 Folgen, obwohl das Let's Play genau am 16.12.2014 gestartet ist. Ganz einfach, weil ich in den ersten ein, zwei Monaten teilweise mehrere Folgen am Tag noch rausgehauen habe. So zwei, drei Folgen manchmal. Deswegen sind es jetzt halt schon 400 Folgen nach knapp einem Jahr. Und ich finde das gar nicht so verkehrt. Nach knapp zwei Jahren und dann haben wir die 1000 voll. Ja, nicht ganz zwei. Ein und ein Dreiviertel oder so. Jedenfalls bin ich gespannt, was uns jetzt die Season 2, die ja nun begonnen hat, vor anderthalb Wochen, was die uns noch alles so bringen wird, was sich Frontier einfallen lässt, ob denn nun die Targoiden noch irgendwie einen Weg ins Spiel finden oder zumindest noch weitere Hinweise darauf. So kleine Sachen gibt es ja wohl immer mal, ob das irgendwelche Artefakte sind,
Also übrigens, genau, zu den Artefakten, die sich da finden lassen, die dann wohl, wenn man die im Raum, also einfach so nochmal droppen lässt aus dem Frachtraum, die richten sich immer Richtung System Meropa aus, deswegen auch das System Meropa, dass es da eventuell Hinweise auf die Targoiden geben könnte oder einen nächsten Hinweis. Also, hinten ist es noch höher, ne? Da müssen wir hin. Doch noch ein bisschen. Oder ob noch andere Planeten landbar gemacht werden. Zum Beispiel, ich denke mal, es werden noch nicht die erdähnlichen Planeten sein, die vielleicht als nächstes schon dazukommen, sondern es gibt ja noch diese Lava-Welten, die so eine Lava-Oberfläche haben. Und die sonst auch größtenteils aus irgendwie Stein oder Metall oder sowas bestehen. Da gehe ich mal von aus, dass das die nächsten sind, die dann da vielleicht mit dazukommen. Ich hoffe, es kommen noch welche dazu, aber ich gehe mal von aus, das ist ja wohl nur der erste Schritt. Oder ist das dann schon eine andere Bergkette? Ich glaube. Egal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann düsen wir da nochmal hin. Eigentlich wollte ich das Panorama hier oben mal kurz genießen, aber jetzt sind wir schon wieder vorbei. Mist, wir waren schon auf dem Gipfel, wo ich hin wollte. Das habe ich verpeilt, sorry. Verdammt. Dachte, oh verdammt, nein. Dachte, das zählt noch dazu. Komm schon, komm gerade. Ja. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ja, mittlerweile sind es auch schon über 500 Kilometer, die ich ja mit dem SAW unterwegs gewesen bin. Der Stern dort oben, ich weiß nicht, ob man das noch sieht, der hat auch ein schönes, nettes Ringsystem um sich drumherum. Ich frage mich ja immer, gibt es vielleicht zufällig, es gibt ja wirklich Ringplaneten, die ein so ausgedehntes Ringsystem haben, dass dann manchmal vielleicht einer der Monde mit in oder leicht über einem Ringsystem vielleicht sogar schwebt, von seinem Planeten oder hier oben vom Stern, vielleicht eher weniger, aber es gibt ja manche Planeten, die wirklich ein extrem riesiges Ringsystem haben, die dann teilweise einen größeren Abstand vom eigentlichen Planeten haben als manche Monde. Wäre auch mal interessant, sowas zu finden. Wo man dann halt vielleicht direkt vom Mond aus voll auf das Ringsystem schaut, weil es einfach nur komplett über einem ist oder unter einem, je nachdem. Oha, da habe ich mich ja total verzettelt, das ist ja übelst weit weg. Man verschätzt sich so leicht, ne, wenn man hier unterwegs ist. Okay, wisst ihr was? Es ist so weit da hinten. Da zeige ich euch jetzt noch das andere, was ich eigentlich später mal machen wollte. Ich hole mal die ASP wieder rein, mit der bin ich gerade unterwegs. Das wäre jetzt zu langweilig und sinnlos, daher nochmal hinterzufahren. So, wo ist sie denn? Na, komm mal her. Nanu? ASP? Hallo? Ach, hier hinten. Okay, wurde mir gerade kurz nicht auf dem Radar angezeigt. So, da sehen wir sie schon.
Okay, gehen wir an Bord. Und dann düsen wir innerhalb des Systems nochmal ganz kurz auf einen anderen Planeten, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Gut. Und zwar, jetzt können wir mal an die Systemkarte gehen. Das ist der hier, der hat auch ein Ringsystem. Da düsen wir mal hin und die Statistiken oder die Infos dazu, die sehen wir uns gleich an. Wenn wir im Supercruise sind. Sind sogar über 1000 Lichtsekunden, sehe ich gerade. Ich dachte, dass die beiden hätten so irgendwie einen Abstand von 100 oder so. Naja, umso besser, haben genügend Zeit. So, und zwar der Planet. Das ist der größte landbare Planet, den ich bisher gesehen habe. Und zwar deren Radius von 17.135 Kilometer. Und die Erde hat einen Radius von irgendwas um die 6.000 Kilometer. Das heißt, umfangtechnisch liegt die Erde bei knapp 40 oder ca. 40.000 Kilometer und der Planet hat einen Umfang von 107.000 Kilometern. Ein riesen Monster. Das fiel mir aber erst auf, als ich an den Planeten rangeflogen bin. Und wir sehen dann nachher auch noch, warum ich dachte, Mensch, der muss aber groß sein. Da habe ich nämlich das erste Mal gar nicht hingeschaut und er hat auch 11 Erdmassen einfach mal. Dafür, dass er ungefähr, naja, nicht ganz dreimal so groß ist, wiegt das Ding eine ganze Menge. Tja, das Ding ist nur, der ist gerade mal 148 Lichtsekunden entfernt von seinem Stern, ist aber ein felsiger Eisplanet. Alle anderen davor, sehen wir ja, die haben so einen Lavaanteil. Und die Sonne, die ist, naja, 20% kleiner als unsere. Und wie gesagt, der Planet ist nur 148 Lichtsekunden entfernt. Die Erde hingegen, die ist knapp über, oder im Schnitt so ein bisschen über 500 Lichtsekunden entfernt und ist ja noch bewohnbar. Das heißt, der hier ist ja deutlich näher am Stern, obwohl der ein bisschen kleiner ist, aber trotzdem schon ein Eisplanet. Obwohl beide vorher noch mit Lava gespickt sind, gibt es hier kein Zwischending, ne? Da ist auch nicht mal doppelt so weit weg wie der hier. Hatte mich dann ein bisschen gewundert, dass der schon aus, ja, fast nahezu aus Eis nur besteht. Okay, wir haben noch ein bisschen, bis wir da sind. Wundert mich echt. Ja, hier gibt es natürlich keine Basis drauf, aber das ist ein Riesenteil. 1,58G Schwerkraft. Das ist ein bisschen schade, dass sie hier keine Textur drüber legen können. Vielleicht klappt das ja mal irgendwann noch. Was sollen eigentlich die Ringe hier ringsrum? Tja, Mond hat er keinen. Braucht halt auch nur 66 Tage, ne, um einmal um den Stern rum zu wandern. Da war ich gestern eine Weile unterwegs auf dem Planeten. Ich das so faszinierend fand, dass der so riesig ist. Ich glaube, wir müssen, wenn wir zu der Stelle wollen, wo ich jetzt hin möchte, wenn mir gestern auffiel, dann müssen wir von der Sonne aus ranfliegen. Sonst bei den kleineren landbaren Planeten, wenn man da normal drüber fliegt, dann, dann merkt man schon noch, wie sich das Gelände unter einem bewegt. Das ist bei dem hier nicht mehr so unbedingt der Fall, weil der halt so groß ist. Viele der Monde oder so, auf denen man landen kann, die sind so 700, 800 Kilometer im Radius. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die ich mir notiere und merke. Ich will hier noch ein bisschen weiter exploren, so ein bisschen nebenbei. Und
was halt wohl dein größter landbare Planet ist. Also der hier ist schon mal deutlich oder noch mal ein bisschen größer als Achena 3. Das ist der große Planet mit der 6G, 6,7G Schwerkraft. So, da sehen wir es auch. So ein bisschen Furchen sind das nicht unbedingt. Aber leichte Striche in der Landschaft. Also die sind nicht besonders tief. So, und da sehen wir auch den Grund, warum ich dachte, oder mir dann auffiel, warum der so groß ist. Und zwar hier den großen Krater. Da dachte ich mir, als ich jetzt so im Anflug war, Mensch, da kann ich ja mal von hier unten bis da nach oben einmal durchfahren mit dem SAW. Wir schauen uns gleich mal an, warum das nicht klappt. So, fliegen wir erstmal nochmal ran. Denn wenn wir da im Krater drin sind mit unserem Raumschiff, dann sieht man einfach nicht mehr, wo der endet. Weil der einfach so groß ist und das sind ein paar tausend Kilometer schon. Also das sind bestimmt 3.000, 4.000 Kilometer oder so im Durchmesser, der Krater hat. Ja, der wird schon jetzt immer größer und wir sind einfach mal noch 2.000 Kilometer über dem Planeten. Immer noch 1.500 Kilometer über dem Planeten. Und ihr seht ja auch, wie riesig der wird und wie viele Krater der im Krater hat. Und ja, das wäre eine lange Fahrt geworden mit dem SAV. Da hätte ich bestimmt, weiß ich nicht, 1.000 Mal auftanken müssen zwischendurch. Und jetzt sehen wir das, wir fliegen immer näher ran. Wir sind immer noch 400 Kilometer über der Oberfläche. Hier unten ist ein netter kleiner Gebirgszug. Einmal so ein bisschen am Kraterrand. Und seht ihr schon, da oben endet langsam das andere Ende vom Krater. Gleich ist es komplett weg. So, jetzt ist es alles eins mit dem Horizont. Und wenn wir halt im Krater drin sind, gerade in der Mitte stehen, dann siehst du überhaupt nicht mehr, auch mit dem Raumschiff nicht aus ein paar Kilometern Höhe, wo der endet. Das ist ein so unfassbar großer Krater. Das ist natürlich auch ein Riesenplanet, auch ein schönes Ringsystem, wie ich finde. Unglaublich, finde ich super. Und da dachte ich mir, Mensch, da kann man doch mal auf die Jagd gehen nach Planeten, die vielleicht noch größer sind, auf denen man landen darf. Und ihr seht, wie lange oder wie langsam wir uns jetzt einfach schon nur noch über die Oberfläche bewegen, obwohl wir noch im Orbital Cruise sind, der eigentlich noch schön schnell ist, wenn man normal über den Planeten unterwegs ist. Aber hier, jetzt können wir in den Gleitmodus mit 2.500 Metern pro Sekunde. Das geht auch noch, da können wir auch noch ein bisschen rumgleiten. Huch. Minus 6 Grad, minus 5 Grad, da können wir noch eine Weile gleiten. Und das hier vor uns, das ist ein kleiner Krater in dem großen. Und ringsrum sieht dann doch alles gleich aus. Und ja, spätestens hier habe ich mir dann gedacht, nee, das machst du nicht. So viel Lebenszeit ist dann doch nicht mehr über. Beziehungsweise will ich die nächsten 100 Folgen nicht mit dem Kraterfahren verbringen. Auch hier alles extrem hügelig. Beim Krater, im Krater. Sowas finde ich halt echt interessant. Da ist man unterwegs und findet mal eine Stunde lang gar nichts Interessantes. Und auf einmal macht es Klick. Und dann schaut man sich das System an. Und dann denkt man erst, oho, guck mal an. Ein landbarer Planet mit Ringsystem, was ja schon nicht so oft vorkommt. Und dann scannst du den, guckst du die Infos an, denkst, meine Güte, was ist da denn los? Ein riesen Monster. Unglaublich. Also der müsste ja doch theoretisch... Ich verstehe nicht, warum das ein felsiger Eisplanet ist. Der müsste doch gerade so an der habitablen Zone irgendwie kratzen, oder? Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht, aber meine eine Katze würde gerne ins Zimmer. So, wir fliegen mal noch hier vorne in das Gebiet. Das ist einfach so riesig, ey, das ist unglaublich. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade nur im Krater des Kraters. Es gibt mit Sicherheit auch ganz kleine Monde, auf denen man landen kann.
wo man dann halt mal einmal drumrum vielleicht fährt. Hatte ich auch schon mal überlegt, einfach mal um einen Planeten komplett drumrum fahren. Aber selbst wenn ein Planet nur 200 Kilometer Radius hat, dann sind das ja trotzdem irgendwie anderthalb, 1,8, 1800 Kilometer im Umfang oder so. Und das ist dann, naja, trotzdem sehr, sehr lange. Wobei ich nicht mal glaube, dass es so kleine Monde gibt. So, komm, treten wir mal hier noch aus dem Orbital Cruise aus. Aus dem Gleitmodus, sorry. Und alleine die Struktur, die man überhaupt hier kaum wahrnimmt, das ist. Oh Gott, wie dicht das ist ja ein riesen Berggelände. Bisschen vorsichtig durch die anderthalb G, die hier herrschen. Aber das geht. Nach anderthalb G fliegt sich noch ganz gut eigentlich. Jetzt muss ich nochmal wegboosten. Alter, das war knapp. Da war nur noch 40 Meter Platz. Ich fast doch die ASP zum Absturz gebracht. Na, das wär's. Ach genau, deswegen waren auch vorhin die Einstellungen hier so. Bei den Pips. Jedenfalls ein recht bedrohliches Gelände, auf das wir hier gestoßen sind. Weiß nicht, ob wir hier unten mal landen können. Mir gab jemand den Tipp, wenn man landen will bei Planeten mit hohen G-Kräften, erstmal natürlich ein ganz sanfter, seichter Eintrittswinkel und wenn man in Flight Assist off macht, dann sinkt man auch langsam zu Boden, immer mal kurz. So, dann geht es immer mal Stück für Stück nach unten. Gerade bei einem Planet mit den hohen G-Kräften, da lohnt sich das. Das ist deutlich besser mit dem Landen, als wenn ich die Schubdüsen dafür nehmen würde. Oder das Schiff einfach nur noch Richtung Boden fällt und ihr nichts mehr machen könnt. So kann man das immer noch ganz gut ausgleichen. Ich glaube, wir kriegen ja nicht mal eine Landeposition hin, oder? Boah, das ist ja gefährlich hier drin. Alter, guckt euch das an. Das ist einfach so uneben alles. Und so hoch vor allem. Boah, selbst wenn ich jetzt hier landen würde und aussteigen würde. Die ASP findet doch keinen Landeplatz. Jetzt ist es hier so ein bisschen staubig, deswegen sieht man leider nicht so viel. Schon beeindruckend, aber auch echt so ein bisschen beklemmend, wenn man mal überlegt, wie groß das hier um einen drumherum schon wirkt und das eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner, winziger Bruchteil von dem Planeten ist, auf dem wir uns befinden. Schön, gefällt mir. So. Ist hier der Stern irgendwo zu sehen? Da oben. Kriege ich das alles drei ins Bild noch? ASP plus Ringsystem plus Stern. Ja, so von unten. Na toll. Nee, Moment. Naja, das klappt so nicht. Es sei denn, ich drehe die ASP ein bisschen. Okay, gut, dann machen wir es halt so. Und ja, dann war es das für Folge 400. Ich bedanke mich bei allen, die so lange zugeschaut haben bisher. Und die immer wieder dran sind, jeden Tag gucken oder dann später auch die Folgen mal nachholen aus sämtlichen Ländern, aus sämtlichen Geschlechtern, die es so gibt. Vielen, vielen Dank für das lange Durchhaltevermögen von einigen. Es war nicht immer einfach, nicht immer jede Folge war schön, super. Manchmal ist auch nicht so viel passiert, wie ich es mir dann vorher vorgestellt hatte vor der Aufnahme. Manchmal geht dann auch ein bisschen was schief. Und man versucht sich es dann nicht so anmerken zu lassen. Ab und zu habe ich dann ja auch mal rumgemosert, ein bisschen rumgemotzt, aber nicht so oft.
Naja, gut, das war's für Folge 400. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und morgen geht's ganz normal wieder weiter, allerdings in der neuen Playlist trotzdem. Folge 401 heißt sie dann. Bis dahin, schönen Tag noch, schöne Weihnachten noch und haut rein!